Gernrode, Dienstag, kurz nach 10 Uhr. Yannick Rehn, Matthias Musche und 20 motivierte Schüler können nur eins bedeuten. Der zweite Trainingstag, den der SC Magdeburg zusammen mit dem Paritätischen absolviert hat. Kinder aus drei verschiedenen Schulen in Gernrode und Quedlinburg waren eingeladen, einmal mit den Profis zu trainieren. Für Yannick Rehn ist die Trainingsleitung keine neue Erfahrung. Zusammen mit Landsmann Niklas Landin organisiert er in Dänemark jedes Jahr das Rehn und Landin Camp. Dort gibt es neben etwas Theorie auch reichlich Praxis und Übung für die teilnehmenden Jugendlichen. Ganz dasselbe wie in Gernrode ist es aber nicht. Ja, mein Handballcamp, das ist ja mehr so für Torhüter. Da fühle ich mich ein bisschen wohler, weil da kenne ich die Übung ein bisschen besser. Aber naja, das gefällt mir einfach, mit Kindern zu trainieren und sowas wie heute zu machen, das macht Spaß. Nach der Erwärmung kam dann das Trainingsspiel. Während Yannick den Schiri gab, coachte Matthias Musche von der Seitenlinie. Die Schüler hatten ihren Spaß daran und auch die Veranstalter fanden lobende Worte. Wunderbar, super, und das würden wir auch allen Schulen und allen Trägern weiter empfehlen, so eine Aktion mal zu machen. Das war total schön. Ja, ich fand es ganz gut, dass auch zwei Profis gekommen sind von Magdeburg, und ja, war ganz okay, fand ich. Schon Ahnung vom Handball gehabt oder war das für dich neu? Ja, ich gucke ja auch Handball manchmal, so jetzt deutsche Nationalmannschaft auch in der Liga, und ja, geht eigentlich. Trotzdem steht für die beiden SCM-Handballer erstmal kein Wechsel ins Trainerfach an, auch wenn sich Yannick Rehn das irgendwann einmal vorstellen kann. Ja, vielleicht, also das weiß man ja noch nicht, aber auf jeden Fall macht es mir so seit Spaß, und ja, ich gehe gerne an solche Veranstaltungen hin. Viermal hat Yannick noch die Chance dazu, so viele gemeinsame Trainingsveranstaltungen sind erstmal noch geplant. Die Schüler gehen jetzt langsam in die Weihnachtsferien, die Handballer müssen in diesem Jahr noch dreimal ran. Gegen Coburg, Melsungen und die Rhein-Neckar-Löwen.